Kaffeebaum, da wächst die Kaffeekirsche, ist ganz klar. Aber bei der Kaffeekirsche ist ja das Fruchtfleisch drum. Und dann hat es man sich überlegt, was kann man alles aus diesem wunderschönen Fruchtfleisch machen. Es war ja früher immer nur ein Abfallprodukt. Seit Januar letzten Jahres als Lebensmittel in Europa, in Deutschland erlaubt. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da machen wir doch zwei hervorragende Produkte. Nämlich einmal unseren Kaffeekirschentee, Cascara. Relativ einfach zubereitet in zum Beispiel der French Press. Du brauchst einfach nur 8 Gramm, 9 Gramm auf 250 Milliliter. 3 Minuten ziehen lassen, dann hast du wirklich einen sehr, sehr kräftigen Tee mit sehr, sehr viel Koffein. Warum? In dem Fruchtfleisch, der Cascara, also in der Kaffeekirsche, steckt am meisten Koffein, hat mehr Koffein als Red Bull und Espresso zusammen. Da steckt alles drin. Haben wir uns natürlich auch gedacht, Mensch, wenn jetzt jemand schon keinen Kaffee trinkt, aber lecker frühstücken möchte, gibt es die Bärmelade. Das ist der erste koffeinhaltige Brotaufstrich. Also sehr, sehr lecker. Grundlage ist, wie gesagt, die Cascara, Kaffeekirsche, ein bisschen Zwetschge, ein bisschen Kirsche. Einfach schön rausnehmen, aufs Brötchen schmieren und lecker.